Hallöle Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Stardew Valley. Ich vergesse immer auf die Zeit zu achten. Es tut mir echt leid, Leute. Es tut mir echt leid. Ich muss die einzelnen klicken. Ey, das Heu ist so teuer, das kannst du dir echt nicht auf Dauer leisten. Er muss wirklich das Gras und so alles farmen. So, wir gehen auf zur Mine. Ups. Ey, ich habe 80 Brombeeren hier gefarmt. Als ich hier mal kurz einen Rundgang gemacht habe. 80! Das ist crazy, oder? Richtig crazy. Da sind auch noch zwei, aber da komme ich nicht ran. Eier sind wieder fertig. Mayonnaise meine ich. Wieder 228. Wieder 1000 Gold fertig gemacht, kurz. Ah, den anderen Kram muss ich hier lassen. Amaranth kurz anpflanzen. Muss ich dummerweise selber gießen diese Runde? Okay, mach ich mal kurz. Für mich jetzt ein bisschen Energie kostet. Ich möchte aber schließlich, dass sie wachsen und gedeihen. Ach, die sind schon. Okay, brauchen wir gar nicht gießen. Wenn das Feld nass ist, ist es in Ordnung. Selbst wenn man erst das danach macht. So, auf geht es. 1000 Goldstücke besorgen. Nix. Da sind, ganz links war noch Brombeeren gewesen. Ist egal. Ist egal, hier finde ich auch noch einige sicherlich auf dem Weg dahin. Da ist auch noch Brombeeren. Ist das ätzend. Alter. Gut. 10 Stück. Dann machen wir mal 2. Das mit Früchten macht, das macht so viel Fun. Jedes Mal wieder. War den Harvest Moon auch so. Du hättest einfach nur durch Kräuter dir so viel Geld machen können. Das Kräuter und alles, das, was du findest, das ist so krass. Und da 10 ist in Ordnung. Erstmal Schleime killen. Da, also Gold werde ich jetzt nicht mitnehmen, aber so alle anderen Edelsteinchen, die hier rumliegen, wenn hier welche rumliegen sollten. Nö. Gold jetzt nicht unbedingt, sind aber 3 Hackenschläge, die ich dafür bräuchte. Wobei 16,30. Ja, vielleicht können wir es doch mitnehmen. Wichtiger aber ist natürlich einfach mal die Dings zu finden, die Gegner hier, die Schleime. Und lass sie mich bitte töten. Ich habe so von auf die Fresse bekommen. Okay, cool ist. Ja, wahnsinnig auf die Fresse bekommen. Eieiei. Quarz. Du schon wieder? Ich kenne dich doch. Ah, nimm mal Gold doch mit. Ist okay. Nein, so wertlos ist es ja doch nicht. Und hier können wir zumindest die Treppen. Die Treppen finden. Ach, siehst du, mal gab es ja auch noch. Eine Omnigeode. Diese Heiler. Naja, irgendwie Defense runter. Noch eine Omnigeode. Minus 8 Verteidigung. Ist nicht gerade ohne, ne? Ja, muss man wirklich teilen, dass man nicht jedes Mal angegriffen wird von den Viechern. Ist echt nicht einfach. Boah, Hartholz, geil. Ich bräuchte ein paar mehr Schleime, wäre ganz cool. Da sind sie. Zumindest einer. Ich
Ich hasse euch so sehr, Fledermäuse. Ohne Scheiß. Sieht aber nicht nach einem, genau, würde schon sagen, nicht nach einem Dings aus, nach einem Goldstück. Da rechts ist wieder Gold. Hier ist ein Schädel, guck mal. Kann man dafür ein Schädelschuss benutzen? Hm. Gab es mal eine Tür, wo man einen Schlüssel braucht? Irgendwie in der Höhle oder so? Ich habe keine Ahnung, ey. Bin ich echt gespannt, was ihr dann schreibt, wenn die Folge mit dem Schädelschlüssel online kommt. Dauert der Durchschnitt noch eine Weile. Wobei ich zwei Folgen pro Tag hochlade. Doch nicht so lange. Und bin echt gespannt, was daraus wird. Aus dem Schädelschlüssel. Ach, halt den Schnabel. Traurig. Gib mir Schleime. Jetzt habe ich wieder eine ekelhafte Fledermaus gesehen. Nicht, dass ich verrecke, ey. Ich habe ja genug Brombeeren dabei. Ha! Ist ja kein Thema. Das müsste eine Jade wieder sein, da unten links. Jo, zwei Stück. Jetzt habe ich schon wieder eine Fledermaus gesehen. Doch. Fledermaus und ein Ewok. Ein Ewok. Ich hasse euch so sehr. Ohne Scheiß. Zwergschriftrolle 3. Uhr. Haben wir ein bisschen Zeit. Das war was essen, aber gut. Wieder so einen komischen Topaz. Jo. Sieht echt immer merkwürdig aus. Also Energie habe ich noch genug. Oh. Nur noch mehr Schleimchen gucken. Nice Holz. Eine Magma-Geode. Müssen wir euch da mal aufknacken bald demnächst. Also 100 Stück könnte ich aufknacken mit meiner Kohle. Fast 100. Das Gold jetzt einfach mal mehr Hiebe braucht als Rubin. Ravi nicht so ganz. Geh weg. Mag dich nicht. Oh. Wie gesagt, verschwinde. Boah, zwei Akkumulier sind einfach so geil aus. Okay. Wir sind gleich bei 120. Gib mal. Ach Gottchen, ich sehe schon wieder. Ja. Noch ein Schleim. Ja, hätte ich fast übersehen, siehst du? Ich brauche eine Stunde bis nach Hause. Reicht völlig aus, die Zeit. Energie noch mehr als genug. 5 von 8 Schleime besiegt. Schlamm nennen die das immer, ne? Schlamm. Aber 1000 Gold ist schon heftig, ne? Ja. Ist ja nur eine halbe Stunde einfach bis nach Hause. Ja, wir tauchen euch morgen leer. Oder? Ja, doch, eigentlich schon. Ja, ist okay. Ruh dich aus, hol dir Energie wieder voll. Oh, Katze.
Lab, Minenarbeit Stufe 8 plus 1 Spitzhackeneffektivität. Neue Megabombe. Da bin ich aber gespannt. Ich meine, die Bombe ist ja schon bombastisch. Gold jetzt. Gar nicht so schlecht. Nur unter extremer Vorsicht benutzen. Probieren wir, oder? Naja, ist mir zu gefährlich. Wir craften trotzdem eine. Wir können so viel mehr craften. Ich meine, Golderz haben wir so viele und so Schatten aus Dingensessenz. Wirklich lächerlich eigentlich. Kann man nicht stacken, oder was kann man? Oh, achso, ja klar. Bastel da mal im Haus rum. So. Eine Megabombe ist so gut, ey. Fische. Herbst. Ein bisschen Nachhaltigkeit hier, ein bisschen Bäume fällen. Oh, jetzt sind die Brombeeren weg da oben. Wahrscheinlich kann man das einmal im Jahr auswählen, denke ich mal, was man da haben möchte. So, den Baum auch weg. Okay, keinen Samen bekommen. Bin mal gespannt, wie das wird mit den ganzen Hühnern hier und alles. Pack, pack. Und je glücklicher sind, desto höherwertige Produkte geben sie ab. Anderthalb und die sind schon mal zwei. Ja, wunderbar. Läuft doch alles super. Honig? Ahornsirup? Ach, gar nichts. Null. Ach, Schleime. Sie ist ja ganz wichtig. Viel wichtiger. Als die doofen Lachse hier. Doch, Lachs ist schon richtig. Ja, ja, bau du mal. Bin gespannt. Die Küche haben wir dann. Ich glaube, die musste man sich damals bei Harvest Moon noch extra kaufen, die Küche. Oder war das mit dem Hausbau gleich schon mit dabei gewesen? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber, ist egal. Neue Mission, yay. Ja, kann man sich wirklich die ganzen Missionen durchgrabeln hier. Shane braucht Seegurke. Sterntaler Volksfest. Shane ist der hier, ne? Der Postbote. Jo, hast du keinen Job oder was? Ist aber nicht so unhöflich hier. Ach, weißt du, ich muss ja sogar. Oh, ich muss ja sogar noch zu Lewis zurück. Bevor der Tag erledigt ist. Also schnell die Schleime killen zu Lewis. Das muss ich halt wirklich alles nochmal an einem Tag machen. Das ist wirklich immer sehr, sehr knapp beim Messen, finde ich. Ich finde es besser, wenn man da zwei Tage Zeit hätte. Also, zwei richtige Tage. Drei Tage also. Weil die haben halt immer so einen doofen Rhythmus, die Leute. Und die wollen irgendwo auch schlafen gehen. Das ist ja auch doof. Was ist denn hier? Eine Haselnuss auf dem Weg. Na, die nehme ich doch gerne mit. Dem Zwergentyp müssen wir auch was irgendwann mal schenken. Aber wie gesagt, erstmal. Ja, ist klar, ich bin hier und krieg direkt alles auf die Fresse. Ist okay. Schleim, ich hab dich gesehen. Versteck dich nicht. Ich wollte schon sagen, das ist dein Ernst. Die haben auch ordentlich Leben, ne? Die Schleime. Das ist ordentlich, ey. Ganz ordentlich. Ordentlich, ordentlich, ordentlich. Wir müssen ein bisschen hin machen, deswegen. Die können wir mitnehmen gerne. Aber die Ärzte lassen wir mal kurz liegen, wenn es jetzt kein sowas da ist. Falsche Seite Richtung, Kollege. Einer noch. An einem Sonntag bohren die bei mir. Das ist total dreist. Darf man gar nicht. Ist verboten. Ich brauche noch einen verdammten Schleim. Lass mich doch mal in Ruhe. Oh, ich bin nicht mal voll live, oder?
Ja, cool gewesen, wenn da der Ausgang wäre. Ich fände es ja wirklich geil, wenn ihr mal eine Treppe hinterlassen würdet, ihr Lutscher. Alter, ihr macht mich irre. Boah, ist das dein Ernst? Piss dich! Du Lutscher, Fledermaus. Da lass mal, wie ist der Treppe, ey? Das gibt's doch nicht. So viel Zeit habe ich nämlich nicht mehr. Für einen einzigen Schlamm. Schleim. Das fange ich auch schon damit an. So, als wenn mich der Schleim jetzt töten würde. So. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier irgendwas Schönes interessant liegt, weil so viel Zeit, jetzt haben wir auch noch Zeit. Wir trotzdem nur richtig endlich mal erstmal machen und dann da kommen uns Zeit. Ach, jetzt kommen sie, die Schleime, ja? Können mich mal am Arsch lecken, ja. Komm, du auch. Schwinde. Na klar, jetzt deine Freunde, was? Geh weg. Rede mit Levis. Ach genau, da hat irgendwie einen Kommentar geschrieben, der heißt Lewis, also der wird so ausgesprochen, bin ich der Meinung. Der heißt für mich Lewis. Also Levis, Lewis, weißt du, so wird es ausgesprochen, so ist es einfach. Ja, da kann ich nichts dran ändern. 1000 Gold kriege ich, Alter, das ist geil. 1000 Gold! Wenn ich ihn finde. Den guten jungen Mann. Na, aber ja klar. Tja, wo ist er denn? Das hat er sicherlich in der Kneipe. Ach, siehst du, da habe ich auch noch ein Achievement. Nee. Die Reise des Prärie-Königs zu beenden. Wo ist er denn meistens? Vielleicht hier? Nee. Chip, chip. Ein Müsli-Riegel, köstlich. Ja. Nächstes Problem, wo ist er? Geiert mir, alter, sack mal rum. Hier eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Ich brauche mehr Recyclingmaschinen. Zwei sind nicht genug. Wahrscheinlich fünf auch nicht. Aber fünf sollten dann erstmal reichen. Mal gucken, was wir da Schönes rausbekommen. Oh, Leben. Schön. Dann nehme ich auch. Ist auch in Ordnung. So, Lewis. 16 Uhr. Zeit für seine Nachmittagspillen. Ja, ist er doch irgendwo zu Hause. Hi, Elliot. Alter. Puh, wo bist du? You makes me crazy. Jetzt gehen sie alle wieder nach Hause. Und dann sind sie halt zart, schlafen zu gehen, Alter. Ernsthaft, wenn der Typ jetzt nicht kommt und ich die Mission nicht abgehen kann, dann werde ich echt böse. Meine 1000 Gold, wo sind sie? Naja, das ist das Doofe daran. Du musst halt ständig zu den Leuten hin. Das geht mir total auf die Nüsse.
Vielleicht beließt er sich auch ein bisschen, wie er mir 1000 Gold geben kann. Naja, die sind da hinten nicht. Beim Schmied ist er auch nicht, also kann er gar nicht sein, der ist ja nie beim Schmied. 17.20 Uhr. Aber da hat ihn jemand entführt oder was? Wo ist der denn normalerweise? Hat er sich in die Kanalisation verkrochen? Verschlossen. Aber da ist er eigentlich auch nicht. Auf dem Feld. Normalerweise gehen sie abends alle in die Kneipe einen saufen. Das Stardrop Saloon. Ich will auch gleich noch hingehen, aber. Dachte also. Ah, Darky, du hast uns bei unserem Schleimpunkt geholfen. Es wird dank der Bemühungen jetzt etwas. Okay. Ach, knapp, ey. 1000 Gold. Meine Fresse. So. Ich würde sagen, meine Freunde. Wir holen schnell noch kurz die Seegurke. Und machen wir bei der nächsten Folge erst wieder weiter. Ich danke fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao.